Ja, das Wetter möchte sich leider einfach nicht beruhigen. Guten Abend. Auch wenn der Sturm im Laufe des Tages zwar etwas abgeflaut ist, frischt er in der zweiten Nachthälfte schon wieder auf. Dann müssen wir uns im Flachland wieder auf starke bis stürmische Böen einstellen, auf dem Brocken auf Orkanböen. Und nach einer kurzen Beruhigung morgen Vormittag frischt der Sturm wieder auf. Generell kann man sagen, dass er bis zur Mitte der neuen Woche hin bei uns Thema sein wird. Mal mehr, mal weniger. Dazu regnet es in dieser Nacht gelegentlich. Im Oberharz wird es Schnee regnen oder schneien. Dann kann es dort durch den Matsch auch glatt werden. Ansonsten brauchen wir bei diesen Tiefstwerten nicht mit Glätte zu rechnen. Ja, und morgen ändert sich dann, wie gesagt, nicht viel beim Wetter. Also nach einer kurzen Verschnaufpause, die uns der Wind bzw. Sturm mal gönnt, frischt er nachmittags dann auch schon wieder auf. Und die vielen dichten Wolken, die verbreitet Regen auf dem Brocken auch Schneeregen bringen, bleiben uns erhalten. Ebenso auch die viel zu hohen Temperaturen. Auch in den kommenden Tagen wird es verbreitet stürmisch sein, dazu unbeständig mit vielen Wolken, die kurze Schauer, gerne auch mal mit Graupel, im Bergland mit Schnee vermischt bringen. Tagsüber wird es weiterhin mild sein, in den Nächten oftmals frostfrei. Mit etwas Glück deutet sich in der zweiten Wochenhälfte eine leichte Wetterbesserung an, aber sicher ist das leider noch nicht. Das Wetter möchte leider einfach nicht zur Ruhe kommen. Guten Abend. Denn auch wenn der Sturm im Laufe des Tages etwas abgeflaut ist, frischt er in den frühen Morgenstunden schon wieder auf. Dann müssen wir uns im Flachland wieder auf starke bis stürmische Böen einstellen, auf dem Fichtelberg auf orkanartige. Und nach einer kurzen Beruhigung morgen Vormittag frischt er dann wieder auf. Und generell kann man sagen, dass er bis zur Wochenmitte hin uns dann auch weiterhin beschäftigen wird. Mal mehr, mal weniger. Dazu verdichten sich in dieser Nacht die Wolken. Ab Mitternacht beginnt es dann zu regnen bzw. zu Schneeregnen. Im Erzgebirge schneit es. Dann kann es dort durch den Matsch bzw. Schnee auch glatt werden. Ansonsten brauchen wir meist bei diesen Tiefstwerten nicht mit Glätte zu rechnen. Und morgen ändert sich, wie gesagt, nicht viel beim Wetter. Also nach einer kurzen Verschnaufpause, die uns der Wind bzw. Sturm gönnt, frischt er am Nachmittag wieder auf. Und nach einer kurzen Auflockerung müssen wir uns zum Teil auf kräftigen Regen einstellen. In höheren Lagen mischt sich dann auch Schnee darunter. Und dabei wird es dann noch ein bisschen milder als heute. Und auch die kommenden Tage gestalten sich verbreitet stürmisch, wechselhaft und mild. Die Nächte oftmals frostfrei. Mit etwas Glück deutet sich in der zweiten Wochenhälfte dann eine leichte Wetterbesserung an. Aber sicher ist das leider noch nicht. Einen gemütlichen Abend Ihnen. Bis morgen.